sieht jetzt hinter uns fast so aus, als wenn da jemand jetzt kleine Sprengung machen wollte. Aber damit hat es gar nichts zu tun. Nein. Hallo Michael erstmal. Hallo, servus. Ja, da wird heute Abend ordentlich Krach gemacht. Hier wird gerade das Feuerwerk aufgebaut. Aha. Wer es weiß, es ist immer ein traditionelles, schönes, großes Feuerwerk dabei. Auf jeden Fall. Wie viel Schuss haben die Jungs denn da jetzt vorbereitet? Die haben da bis zu 1000 Schuss insgesamt gehen da heute hoch. Und das innerhalb von 8 Minuten, also das wird gigantisch, was die da machen, die Jungs. Mhm. Und wie viele Effekte und so weiter gibt es da? Kann man da irgendwas sagen, was da alles zu sehen sein wird? Es wird von der Art her mal schon. Mhm. Es wird von Brennschriften bis zu finalen Schlusspumpen wird alles dabei sein. Also ganz was Ordentliches. Besser als an Silvester, sage ich immer wieder. Ja, besser, weiß ich nicht, aber zumindest schöner. Und vor allem, es wird ein Musikfeuerwerk sein. Das heißt, es wurde zu einer Musik dazu choreografiert. Das wäre eine gigantische Sache. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze wieder enden wird. Das wird gut. Viel Spaß dann. Danke. Johann. Das Finale sendet dir mein Herz heute an. Dass meine Liebe süchtig macht. Für gute Unterhaltung und die beste Stimmung im Vorprogramm sorgten das Tavernecho, das Goldried Quintett, die Gruppe FBI, Udo Wanders, Öst die Dritten und die Geschwister Hofmann. Und als dann ab 21 Uhr die jungen Zillertaler auf die Bühne kamen, waren die rund 5000 Zuschauer nicht mehr zu bremsen. Jetzt kommt der erste Abend. Jetzt kommt der erste Abend. Für viele der Abend des Jahres. Jetzt sind sie auf der Bühne. Unsere drei Freunde. Der Markus, der Daniel, der Michael. Und alle haben heute mit euch ein Gipfeltreffen vor sich. Und 15 Jahre junge Zillertaler. Und das 10. Open Air. Herz, was willst du mehr? Und dazu, dank eurer Hilfe, sind sie ja beim Amadeus Award zweimal nominiert und beim besten Song, beim Fliegerlied, bereits unter den ersten 5 gelandet, also weiterhin voten. Das ist die Bitte. Zweimal sind sie dabei. Und mit 3 Titeln in der Single Charts, also ein Jahr für die junge Zillertal, das nicht besser und schöner sein könnte. Jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung. Wir haben dann natürlich auch noch die Goldverleihung. Und nicht zu früh nach Hause gehen. Um Mitternacht gibt es noch ein fantastisches Feuerwerk. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung mit den jungen Zillertalern. Fünf, vier, drei. Zillertal, du bist genial, bist bei mir die erste Wahl, bist der Platz, wo ich gern bleib, Heimatland, du bist mein Freund. Und dieser schöne Tag endete wieder mit einem grandiosen Feuerwerk. Bis in den frühen Morgen wurde im Partyzelt noch gefeiert. Bereits um 10.30 Uhr gab es wieder den Frühschoppen mit den Zillertaler Haderlumpen, Tiroler Wind, den Pfunzkerlen und natürlich
mit den jungen Zillertalern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wiederum alles Gute bei der nächsten normalen Ausgabe des Promi-Geflüsters. Euer Frank Stiller.